Hallo zum Politik-Tagebuch, Folge 7. Claudio Schießer, mein Name, auch bekannt unter dem Namen Civic. So, wo bin ich? Ich bin am Schlossberg und schaue gerade auf Graz hernieder. Jetzt, da könnte ich eigentlich auch noch das berühmt-berüchtigte Studentenlied auf Graz anstimmen, aber das werde ich jetzt nicht tun. An dieser Stelle auch schöne Grüße in die Schweiz zum Gabriele, der mir gerade zuschaut. Und ja, das ist das Wahrzeichen von Graz, der Uhrturm. Ja, ist nicht so schlimm, wenn du momentan nicht so viel Zeit hast. Google Sally ist halt manchmal so. So, also ich glaube, das ist ein wunderschöner Blick und für die Leute, die noch nie in Graz waren, hier unten sieht man den Hauptplatz mit dem Rathaus. Das Gebäude ganz hinten, dieses schwarze Ding da, ist das Styra Media Center vom Styra Verlag, wo die kleine Zeitung produziert wird. Und da ist der Hafnerriegel, das weiße Gebäude, Studentenheim. Ich glaube mittlerweile sogar ehemaliges Studentenheim. Die Postzentrale im Gries, die Franziskanerkirche, die Bäume flankieren die Mur. Also ja, das ist die Stadt, in der ich wohne. Hier lebe ich und für die Historiker unter euch, ja, hallo Folgi, das ist das Mausoleum, da sind sehr viele Habsburger begraben und hinter dem Mausoleum, wenn man schräg hinaufschaut, auf der rechten Seite, das Türmchen, da ist die Grazer Universität, die Hauptuniversität. Und da die Kuppel, hallo Spidey, das ist die Grazer Oper. Und dahinter sind so abgeflachte Gebäude, also Gebäude einerseits, relativ große Gebäude mit einem roten Dach, wo auch wieder eine kleine Kuppel hervorsteht. Schau, ich probiere das zu vergrößern, geht gerade nicht. So neben dem Kirchturm auf der rechten Seite und dort, wo auch diese Stahlkonstruktion ist. Das ist die Technische Universität und dahinter ist eben auch ein moderner Umbau. Das ist auch die TU. Und das weiße Gebäude gehört auch eigentlich zur TU. Interessant, dass man die Infeldgründe so abgesetzt nach oben sieht. Aber bitte, ist so. Das ist ja, und die TU ist eigentlich auch mehrmals zu sehen, Blödsinn, das war vorher die TU, neben dem Mausoleum, nicht die Karl Franzens. Die hat nämlich drei Campusse. Aber egal, darum geht's nicht, aber schön, dass ihr zuschaut. So, hier, wunderschön, da sieht man den Schlossberg, oder besser gesagt den Uhrturm. Ja, worum geht's heute? Ich habe ein Interview geführt mit einer gewissen Martha Bismann. Und wer ist Martha Bismann? Martha Bismann ist die ehemalige Abgeordnete der Liste Pilz, die mittlerweile die Partei verlassen hat. Und sie ist ihres Zeichens jetzt freie Funktionärin oder fraktionslose Abgeordnete. Oder freie Abgeordnete, man sagt auch wilde Abgeordnete. Das wollen gern die Clubchefs, wie sie es gesagt hat. Und ja, wie ging das Interview? Ich hatte auf Reddit Austria, das werde ich dann unter die Kommentare unten reinschreiben, ein paar Fragen, also die Frage gestellt, wer Fragen stellen möchte. So, Akku ist jetzt angesteckt. Hallo SMTA, danke, geht's soweit, mir geht's gut. Und ich will jetzt nur kurz die Geschichte erzählen. Ich habe halt heute bei Reddit erklärt, dass ich in den nächsten Tagen Martha Bismann sprechen werde. Wir haben das aus Sicherheitsgründen nicht gesagt, wann genau. Wir werden das in Zukunft, wenn es notwendig ist, auch wiederholen. Hintergrund ist, wir wollten jetzt mal gewisse Störaktionen oder so eliminieren. Seitens der Redaktion hat es da gewisse Befürchtungen gegeben, gar nicht wegen ihr. Und ja, Martha Bismann, das seht ihr dann auch in diesem Thumbnail, den ich schon hochgeladen hatte,
ist ja Ökospezialistin. Ja, ich bin in Graz. Live. Also ich bin, glaube ich, gerade der einzige YouTuber, der live aus Graz auf diesem Planeten berichtet. Also direkt vom Wetter kann man, glaube ich, fast besser nicht machen. Irgendwie schaut, dass jetzt wieder die Tage kürzer werden, aber ist ja wurscht. Und ja, es ging halt dabei in erster Linie um die Frage, wie Marta Bissmann jetzt die politische Zukunft sieht, was sie machen will, in welche Richtung das Thema Ökologie für sie eine entscheidende Rolle spielt. Ich habe ja dazu heute in ein paar Foren eine sehr provokante Aussage des Öko-Instituts, die vom ZDF veröffentlicht wurde, präsentiert und angesprochen. Und da ging es um die Frage, ob die Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte erhöht werden sollte. Also sprich 20% Mehrwertsteuersatz, wäre das in Österreich, in Deutschland sind es 19%. Und dass vegane Produkte, also pflanzliche, auf 5% reduziert werden. Aber gut, das ist eine andere Frage. Da hat Marta Bissmann jetzt schon gesagt, das sollte definitiv kommen. Sie hat sich aber auch gegen das Verbot von, also dagegen ausgesprochen, dass es ein Fleischkonsumverbot geben soll. Andererseits wird man jetzt sehen, was da jetzt kommt. Die Fleischfrage kommt definitiv in der nächsten Zeit. Dazu sollte ich dann wirklich mal ein Tagebucheintrag machen, wo wir dann alle miteinander reden können. Und ja, ansonsten hatte ich jetzt mal nur so über den Mobbingfall im Parlament gesprochen, also den Grund, warum sie die Liste Pilz verlassen hat, was sich da abgespielt hat und wer sie eigentlich ist. Sie hat auch gesagt, dass sie zwölffache Tante ist, sie hat 8 Geschwister und ist eben ausgebildete Umwelttechnikerin. Auf der FH Birkenfeld hat sie Binkerfeld im Burgenland hat sie studiert, also hat auch beruflich mit Afrika zu tun gehabt und anderen Staatssystemen. Ist okay, wer gerade auf die Toilette muss. Ich muss eins sagen, der Stream wird nicht lang dauern, weil ich bin für 20.15 Uhr verabredet, nämlich warte mal, wo ist denn jetzt der Hauptbahnhof? Man müsste ihn eigentlich von hier gut sehen, oder bin ich komplett blind? Da, ja. Das gelbe Gebäude, das jetzt ganz links ist, kurz, das ist jetzt wieder mittig, ist das Bauamt der Stadt Graz. Und dort muss ich hin und da ist der Hauptbahnhof. Den sieht man irgendwie nicht gescheit von hier, gerade. Und jedenfalls, da muss ich jemanden abholen. Das heißt, ich bin nicht so lang da. Ja, weißt du, ich muss erst da runter. Und das Auto steht eigentlich auf der anderen Seite. Aber ist okay. So, da gibt es jetzt gerade viele Selfie-Leute. Das ist schön, Innsbruck, aus dem geteilten Land Tirol. Das habe ich jetzt ernst gemeint. So. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das sage ich auch viel zu oft. Gut. Es wird Zeit abzunehmen, ich bin zu dick für mein Smartphone, also mein Kopf ist zu dick. Jedenfalls, das war heute sozusagen mein Arbeitswerk zum Feiertag, mich mit Marta Bissmann zu unterhalten, ein Sommergespräch zu führen und über ihre politische Zukunft zu unterhalten, auch darüber, wie sie sozusagen sich vorstellt, dass man mit der Flüchtlingskrise und mit der Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika weiter tun soll. Und ja, da gibt es ja mehrere Initiativen seitens der Europäischen Union und auch in Österreich selbst. Also da wird man auch sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Gut. Und ansonsten, ja, ich habe vorher das Thema Fleischkonsum erwähnt.
In Deutschland hat das Öko-Institut, eben wie vorher gesagt, vorgeschlagen, dass man den Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel, die tierischer Art sind, auf 19% hinaufsetzen müsste und auf die veganen oder pflanzlichen Produkte auf 5% reduziert. Jetzt ist die Frage, wie das sozusagen umgesetzt werden soll. Wir erinnern uns ja auch an das Palmöl. Zuerst war jeder dafür und mittlerweile sind sehr viele Unternehmen eigentlich dabei, ihre Produkte palmölfrei zu machen. Ja, und wer letztens bei On The Grid mal vorbeigeschaut hat, ich glaube, es war die 141. oder 142. Folge von On The Grid, da habe ich ein Interview mit Stefan Kuterni gemacht, einem Wiener Comiczeichner, der hat für das Jahr 2035 in seinem Comic The Common Good prognostiziert, dass dann Fleischkonsum verboten wäre. Das sieht man hier. Weil die Protagonistin sagt nämlich, man kann immer auf Österreich sehen, wenn es darum geht, ein Land zu finden, was als letztes irgendwelche EU-Normen einführt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, jedenfalls, da könnte es jetzt langfristig natürlich eine Diskussion über Fleischkonsum und nachhaltige Lebensmittelerzeugung geben. Die gibt es eh schon länger, aber es scheint zumindest jetzt politisch die Tür aufgeschlagen zu werden. Ich schätze mal, dass wir innerhalb des nächsten halben Jahres bis Jahres warten können, dass hier diese Diskussion auch breitenwirksam geführt wird. In Österreich würde das wahrscheinlich aber auch bedeuten, dass das gegen den Willen der ÖVP passiert, weil die logischerweise dann mit den Bauern Probleme hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, da ich jetzt wirklich nicht viel Zeit habe, sage ich, ihr könnt mir jetzt die nächsten 3 Minuten Fragen stellen und da muss ich abzischen, weil eben Hauptabendprogramm bin ich von jemandem und hab was zu erledigen. Ja, ja, das ist richtig. Was ich ja gerne anspreche, und das ist ja auch ein Thema bei der CO2-Diskussion generell, jetzt hat Europa, sagen wir, 650 Millionen Einwohner, gesamt aufgeteilt auf 51 Staaten. Wenn wir es direkt vergleichen, zum Beispiel mit Indien oder mit China, das sind Staaten mit über 1 Milliarde. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir deswegen nichts tun sollen oder unseren Beitrag nicht leisten sollen zur Klimadebatte. Überhaupt nicht. Nur, wenn jetzt einzelne Staaten von uns, sagen wir Deutschland und Österreich und die Schweiz zusammenarbeiten, ja, was sind wir? 100 Millionen. Das ist jetzt nicht wenig umgerechnet. Aber wenn 100 Millionen Vegetarier jetzt wären, aber umgekehrt in Indien durch den steigenden Wohlstand 10% der Bevölkerung zusätzlich Fleischesser werden, dann hebt sich das auf. Und warum? Weil in Indien leben 130 Millionen Personen, die zu Fleisch essen würden. Weil dort ist eben vegetarische Konsumation eher normal und umgekehrt hat Indien 1,3 Milliarden Einwohner, ähnlich China. Und da muss man schon die Frage stellen, was hilft es, wenn wir im CO2-Bereich oder eben bei Öko-Fragen dies und jenes machen, wenn andere Länder aber erst recht genau das Gegenteil tun. Soll nicht heißen, dass wir diese Initiativen nicht setzen sollen. Aber man muss sich klar sein, dass es hier eine gesamte globale Strategie braucht. Und ohne eine globale Strategie geht's nicht. Und das nächste, was ich jetzt schon prophezeie, ist, mein Schnitzel gehört mir. Das wird die nächste große Kampagne. Gut. Ja, absolut richtig. Also ich kann da nur empfehlen, Gugusselli, die ETH Zürich hat schon, ist ja doch eine Zeit lang her, dass ich zum Studieren angefangen habe,
rund um das Jahr 2003, 2004, 2005 in der Kategorie eine 300-Watt-Studie gemacht. Da hat man die damalige Energieproduktion hergenommen, ein paar Entwicklungsmodelle herangezogen und gemeint, wie würden quasi Fahrzeuge aussehen oder generell, wie würde die Welt aussehen, wenn sozusagen jedem Bürger pro Stunde ca. 300 Watt an Strom zur Verfügung stehen würden. Liegt schon sehr lang her. Wie gesagt, Politik-Tagebücher sind vor allem Sachen, wo ich mich nicht immer darauf vorbereite. Kommt jetzt nur gerade wieder aus dem Hinterstübchen daher. Müsste man sich anschauen. Das wäre ein Thema, wo man auch definitiv sich überlegen müsste, wie, in welche Richtung das sich alles entwickeln soll. Na gut, wenn es sonst keine Fragen gibt, the time is up. Ich muss nämlich und wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Abend. Für die Österreicher und ich glaube Süddeutschen noch einen schönen Feiertag. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so ist. Und kleine Info, ich glaube, wir sind mit Dänemark, wenn man nur die religiösen Feiertage einrechnet, das Land mit den meisten religiösen Feiertagen, nämlich 10. Aber dann haben wir ja noch 2 Staatsfeiertage, wenn ich mich jetzt nicht irre. 1. Mai und 26. Oktober. Somit sind wir, glaube ich, sowieso Europameister, keine Ahnung. Ja. Gut, aber das war wieder mal so eine. So habe ich wieder was dazugelernt. Auch in der Schweiz gibt es Feiertage, die gleich mit unseren sind. Und in Italien auch. Also somit haben wir das erledigt. Ich wünsche allen Zuschauern noch einen schönen Feierabend, schönen Feiertag, falls das in eurem Land zutrifft. Und in dem Sinn, see ya, bis bald. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like. Abonniert meinen Kanal, teilt es und wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden sein wollt, irgendwie musste ich mich jetzt verhaspeln, dann bitte die Glocke drücken. Danke, in dem Sinn, bye bye, see you und dieser Ausblick auf Graz, der gehört euch.